Es ist mir wieder eine Freude, die neuen Reini-Rossmann-Messer vorzustellen. Und zwar das hier, das ist das Urban Backup. Eine Schneidleistung bei diesem Messer, die absolut abartig ist. Und das sage ich nicht, weil es aus unserer Hand stammt. Und es gibt das Bush Backup. Eine vielseitige Klinge, die jagdlich, aber auch in jedem anderen Outdoor-Einsatz genau das Richtige für dich bietet. Gepaart mit vielen Zubehör wie Schleifstein, Feuerstahl oder eine Lampenhalterung. Wenn du wissen willst, was diese Messer können, was diese neue Serie, die K4 Knives for Backup Serie für dich kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen aus der Reini-Rossmann, schön, dass du dabei bist. Es macht mir einfach Spaß, neue Messer zu präsentieren und das, ja, diese Bush und Urban Backup Serie, die ist einfach großartig, aber ich zeig's dir ganz einfach. Das ist das Urban Backup, das ist eine Hawkbill-Klinge, sehr aggressiv. Ich habe die jetzt, bevor wir in den Verkauf gehen, sehr eingehend getestet. Also das ist wirklich eine sehr aggressive Schneidleistung, enorm. Aber da kommen wir noch dazu. Und das Bush Backup. Hier haben wir eine ganz normale Spearpoint-Klinge. Sehr vielseitig, auch sehr schnittig. Auch ein bisschen im jagdlichen Einsatz zu denken. Und das Ganze ist, ja, in der Backup. Ja, also so, wir machen hier Knives for, also Messer für Backup. Das bedeutet für mit dabei haben. Aber ganz kurz. Das Ganze kannst du als Neck Knife tragen, geht sich ganz locker aus, ist überhaupt kein Problem. Oder gibt es natürlich auch bei uns im Shop, das ist billige Eigenwerbung sowieso, alles hier, ja. Auch mit einem Ulti Clip. Das bedeutet, du kannst jetzt den zum Beispiel in diesem Concealed Carry oder verdecktes Tragen, wenn man das so will, hier mit diesem Clip hier anmachen und hast zum Beispiel im Reverse Grip, was auch immer, den Urban oder den Bush Backup, wirklich ganz nah bei dir und immer mit dabei. Keine Gescheite ist natürlich im Lieferumfang enthalten, das hier wäre ein extra. Im Lieferumfang ist auch die Kette mit enthalten, aber wenn du das auf der Techlock begeben willst oder auf das Ulti Clip, gibt es natürlich auch alles bei uns im Shop. Und die Idee war, zwei Welten. Fangen wir mal ganz von vorne an. Das Bush Backup. Beim Bush Backup, wie gesagt, bei allen sind diese Zubehörteile, nämlich Feuerstahl, Feuerzeug, Lampe, Schleifstein, das ist alles montierbar, so wie du das willst. Oder auch gar nicht, du sagst, ich brauche das Messer nur ganz allein, dann ist das auch total okay. Aber zurück zum Bush Backup. Beim Bush Backup war unsere Idee, ein Messer herauszubringen, das einfach fantastisch in der Hand liegt. Es gibt ganz viele Backup-Messer, die auch alle großartig sind und ich habe sie alle, ich habe sie vorgestellt, ich liebe sie, es ist alles super. Doch bei dem haben wir uns gedacht, was ist so das Problem bei diesen kleinen Klingen? Ja, dass du nicht vernünftig in der Hand halten kannst. Das sind meistens zwei oder drei Fingermesser, so. Ja? Das ist besser als nichts und ich mag die nicht runter machen, überhaupt nicht. Aber das hier ist halt ein richtiger Griff. Das hast halt wirklich satt in der Hand. Und dadurch kannst du auch das, was die Klinge dir an Schnittmöglichkeit bietet, ideal einsetzen. Du hast es ja gerade vorher gesehen, es sind beides extreme Schneidteufel, weil du einfach maximale Kraft über die Klinge in das Holz zum Beispiel oder andere Schnittgut reinbringen kannst. Und das war unsere Idee. Der Griff ist sehr einfach gestaltet, das bedeutet keine Ausbuchtungen, wird aber nach hinten schmäler. Das haben wir uns gedacht, wir haben das Ganze, wir machen die Prototypen in 3D-Druck. Wenn du wüsstest, wie viele 3D-Druckmesser ich herumliegen habe. Und da ist uns eines am Druckbett einfach zu warm geworden und hat sich so aufgebogen. Und das auf einer Seite ist das Ganze dünner geworden. Und wir haben in der Hand gehabt, Claudia und ich, und sagen, es liegt gut in der Hand. Dann haben wir es der Manuela auch noch in die Hand gedrückt und gesagt, ja, es liegt gut in der Hand. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das nach hinten hin etwas dünner haben. Ja? Und das merkst du dann auch, wenn du es in der Hand hast. Trotzdem, alles sicher gehalten. Hier eine schöne Ausnehmung für einen Guard. Das heißt, abrutschen tut überhaupt nichts. Es wird dich nicht wundern, dass es an dem Messer kein Chimping gibt. Ja, ganz klar. Ein großes Lanyard-Loch. Erinnert ein bisschen an das Isola, gebe ich zu. Easy Isola Messer. Übrigens, du kannst die Griffschalen auch runternehmen. Da kommen wir dann auch gleich dazu. Also das Messer ist sehr vielseitig. Wir haben da sehr viel nachgedacht, aber der Reihe nach. So, das ist jetzt das Bush Backup. Und wir haben gesagt, das wird wahrscheinlich das Messer sein, das für die meisten Leute da draußen einfach ideal gedacht ist. Ja? Das heißt, du bist draußen unterwegs und sagst, du, ich möchte ein feststehendes Messer mit dabei haben, nicht um damit jetzt zu hacken, aber ich möchte einfach ein feststehendes Messer. Möchte das vielleicht auch als Neckknife tragen, super. Voll funktionsfähiges Messer, nicht zum Hacken, nicht zum Hauen, aber zum Arbeiten ideal.
Und ich glaube, ich werde das dem Matthias Busch auch schicken, der Jäger meines Vertrauens ist, nämlich auch mit der Idee, ob man damit wild aufbrechen kann und all diese Dinge. Also das war so unsere Idee bei dem Buschbäcker. Und ich habe seit einiger Zeit, ein Jahr, für Hawkbill oder Billhawk oder wie auch immer diese Klingenform heißt, eine Liebe entwickelt. Du kannst es so vorstellen, am Samstag, am Abend, tut da rein ein bisschen Instagram gucken. Normalerweise mache ich das nicht, aber Instagram gucken und kommt auf einen amerikanischen Messermacher, der wirklich Messer macht, also nicht jetzt so wie wir, die wir das in Toulon fertig angeben, sondern der macht die von, das ist seine Passion, Messer zu machen. Und der sagt, ja, diese Klingenform ist so super und ich denke mir, die schaut so kacke aus, das kann doch nicht gut sein. Und dann geht der her und sagt, ja, und das ist normalerweise für den urbanen Bereich, also eigentlich ist das so ein bisschen auch kampfmäßig und so weiter, ja, gut, mag so sein, aber das ist auch extrem schnittig und ich denke mir, jetzt bin ich gespannt. Und der geht und schneidet durch das Holz mit dieser Klinge einfach durch und ich denke mir, was, wirklich? Ja, wirklich. Also ich kann dir nur eines sagen, von der Schnittigkeit her, wenn du einen Schnitt setzen willst, es ist wirklich abartig und nochmal, du kannst das extrem gut halten, du kannst volle Kraft auf das Messer durch diesen Griff auslösen und das ist einfach abartig. Ja, das Holz ist nicht gefakt, ja, also das ist Wahnsinn. Und seitdem habe ich meine Meinung zu dieser Klingenform. Wir haben das ja zum Beispiel beim Hawk, wir haben ja auch schon eine EDC-Messerserie, oben beim i-Klicken gibt es auch natürlich unten den Link, da gibt es auch den Hawk und der hat auch diese Klingenform. Und natürlich ist ganz klar, dass Leute, die halt so auf kampfmäßig, ich sag das jetzt mal so stehen, diese Klingenform haben, die ist dann teilweise noch aggressiver, da geht dann diese Klinge bis da runter und so weiter. Das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Ich glaube, dass von der Schnittigkeit her auch das hier, ja, also allein wenn ich da jetzt ansetze und einmal durchziehe, nur mit der Klinge vorne, also das ist einfach, da ist einfach was dahinter. Das letzte Mal, als wir den Hawk vorgestellt haben, haben einige als Kommentar geschrieben, ja, das ist ein Baumvertikultiermesser. Ja, gut, das stimmt schon, ja, dass das beim Baumschneiden verwendet wird, alles cool, aber probier es einfach einmal aus. Wenn du wirklich ein Messer willst, mit dem du einfach durch das Holz satt durchfährst, dass es eine Freude ist, dass du sagst, ich kann mir nicht vorstellen und ich bin komplett verrückt nach genau diesem Holz hier, gib ja, diesen Urban Backup und dieser Bill Hawk Klinge wirklich einmal eine Chance. Beim Zubehör haben wir uns auch einige Gedanken gemacht. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese Universal, also ist wirklich universal, also kannst du auf andere Keidegscheiden auch drauf geben. Das ist nicht dafür gemacht, dass du das Messer gegen den Stein wirfst und alle die Anschneidphasen komplett eben machst und sagst, okay, und jetzt stelle ich mich im Wald her und mache sie, dann schaffe ich das nicht. Nur nach dem Arbeiten wieder abziehen und die Schärfe wird bei dir bleiben. Also das ist die Idee von dem. Und wir haben uns gedacht, für alle jene, die traurig sind, weil sie sagen, okay, wie mache ich denn das? Auch hier wiederum zum Nachziehen, ja, zum Scharfhalten, auch bei dieser Klinge, bei dieser Klingenform hier, ist auch das hier möglich. Ich empfehle ohnehin dafür, sozusagen so einen Rundling dazu zu benutzen. Klar, wenn du das jetzt, diese Urban-Variante komplett, also wirklich komplett runtergebaut hast und da ist überhaupt nichts mehr und es ist alles nur mehr, dann musst du zum Profi gehen. Es gibt ja Messerschleifer, die können das dann auch wieder machen. Aber um es scharf zu halten, reichen solche Stäbe aus. Da gibt es auch längere, haben wir natürlich auch im Sortiment und mit dem kannst du das scharf halten. Die Frage ist halt die, was spricht dich mehr an? Spricht dich mehr die Bush-Backup oder eher die Urban-Backup-Variante an? Oder beide, aber das musst du sowieso du wissen. Wie angesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, unseren Universalfeuerstahl, unseren Universalfeuerzeug und auch unsere Lampenhalterung zu montieren und dadurch kannst du variieren. Du kannst sagen, okay, im Urban-Bereich nehme ich zum Beispiel wirklich das Urban-Backup, ja, Reine, da hast du schon recht, und die Mini-Taschenlampe mit dazu. Oder du sagst, okay, nein, ich nehme das Urban-Backup trotzdem für draußen, weil du kannst wunderschöne Locken machen, du kannst wunderbar damit schnitzen, du hast extremen Zug drauf, also das ist gar nicht so ohne. Also wie gesagt, kann auch für draußen ganz lustig sein. Und nehm dadurch den Feuerstahl oder das Feuerzeug mit. Das bleibt alles dir überlassen. Du kannst das so zusammenstellen und variieren, wie es dir am besten gefällt.
Und ich mag da das einfach mal im Feld zeigen, was diese Hawkbill-Klinge, was die eigentlich kann. Also wenn du das nach hinten ziehst, schau her. Du musst natürlich aufpassen, du darfst jetzt nicht den Finger da hier geben und sagen, wieder reinschneiden, dann macht's Aua. Ich hätte mich jetzt eh auch fast geschnitten, das war jetzt wirklich knapp, habe ich nicht gut aufpasst. Ja. Finger ganz weit weg. Zum Locken machen für die Feuerstahlbedienung, ich meine, schau dir das an. Ja? Schau dir, das ist nicht schlecht. Das erinnert ein bisschen an die Tracker-Messer, die auch mit dieser Spezialklingenform, die es da bei diesen Tracker-Messern gibt, ja, auch wunderbar, es ist weggeflogen, Locken machen können. Also für all jene, die ein bisschen mit Locken machen ihre Probleme haben, das ist eine Variante. Das heißt, natürlich ist das jetzt das Urban Backup und wir haben das auch so genannt und das passt auch für mich. Aber das kann auch in solchen Situationen als Ziehmesser zum Locken machen durchaus sinnvoll sein. Jetzt mag ich dir noch einen Trick zeigen. Und zwar, das machen wir eigentlich nur bei unseren Kursen Feuer machen, bei Regen und Schnee und anderen Extremsituationen. Das hier ist eine Fichte und dieser Teil hier ist abgestorben, das ist totes Holz. Und jetzt gehst du her und vom Boden weg, also es ist jetzt ungefähr in Brusthöhe bei mir, und schnitzt dir sozusagen, wenn du ein Trackermesser hast oder auch dieses Urban Backup Messer, hier direkt vom Baum, weil da brauchst du dann auch nicht halten, sondern ich habe die eine Hand ist jetzt frei, die kann jetzt nach unten nehmen und machst dir zum Beispiel diese Locken da jetzt rein und musst nur aufpassen. Also bitte, wie gesagt, nicht, immer aufpassen, immer weg von der Schneide und vom Arbeiten, das ist weggefallen. Und holst da im Endeffekt diese Locken dann hierher. Ganz feine Locken. Und wenn du da ein paar gemacht hast und das Ganze dann eben runterfällt, ja, kannst du auch, ja, ich kann momentan nicht gut fangen. Ich bin noch immer ein bisschen krank, wie du vielleicht auch an meiner Stimme hörst. Und holst dir dann sozusagen wirklich das Kernholz und das trockene Holz hier heraus. Wir zeigen das zum Beispiel mit den Trackermessern. Ja, da geht das extrem gut. Aber jetzt, ich habe noch keinen Kurs jetzt gehabt in letzter Zeit dazu, aber jetzt werden wir es in Zukunft natürlich mit unserem eigenen Produkt herzeigen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Geht natürlich auch, wenn du das willst, mit anderen Systemen. Aber so kannst du dir jetzt zum Beispiel schon einen Zunder herrichten. Ja? Machst dir da feine Locken dazu, die du dann zur Verfügung hast. Am gescheitesten ist, wenn die zusammenhängen und hast dann schon Heizmaterial. Ein bisschen Harz vielleicht noch reingeben, besonders wenn du einen Nadelbaum hast, bist du da ja mit dabei. Ja, und hast schon deinen Zunder zum Anheizen. Und weil es einfach so viel Spaß macht, weil es wirklich schön ist, diese Variante. Da kommen jetzt beste Grüße an den Geri raus nach Tirol und an seine Frau. Die war bei uns, die waren beide bei uns im Waldurlaub AT und die hat den Prototyp geschenkt bekommen, weil sie eben die Probleme hat mit dem Lockenmachen. Und haben wir ihr die Technik gezeigt und seitdem habe ich zumindest das gehört, geht's etwas besser. Wir haben uns noch was einfallen lassen und zwar, du kannst hier, ich verwende hier jetzt einen ganz normalen Torx von meinem Cybertool M, glaube ich, ist das, ja. Mit einer K4, da mache ich gleich billige Eigenwerbung, Halterung, aber es geht ja um das, es geht ja um ganz was anderes, so bin ich halt. Du kannst hier die Griffschalen runterschrauben. Jetzt wirst du sagen, boah, Rainer, was, man kann bei deinem Messer wirklich die Griffschalen runterschrauben? Ja, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du sie komplett runternehmen kannst und wir haben hier vorgesehen, dass du Barcode-Wicklung draufgeben kannst. Also so schaut das Messer jetzt aus ohne die Griffschalen, passt dann leider nicht mehr so richtig in die Kydex rein, also hält dann noch, aber nicht mehr als Neckknife. Also da machen wir uns, das wird es auch in Kürze geben, also lass ein Abo da und abonniere unseren Newsletter und all die Geschichten. Es wird eine eigene TPU-Scheide geben, in die du das Ganze dann mit einbringen kannst, aber wir haben das so gemacht, dass du auch hier deine eigene Paracord-Wicklung anbringen kannst. Das heißt, du hast dann noch, wenn du Backup sagst, ja, die Griffschalen sind cool, die geben mir mehr Grip, aber eigentlich brauche ich das nicht, ich will eigentlich nur so gering wie möglich das Gewicht haben bei meinem Backup-Messer, dann ist auch das möglich, aber das zeige ich dir noch ein anderes Mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Standardversion, also das ganz normale Messer jetzt bei uns kaufst, ja, dann wird es ein Add-on geben, wenn du das willst, also runterschrauben kannst du die Griff sowieso jederzeit, passt halt dann leider nicht mehr ganz so perfekt in die Kydex-Scheide rein, also hält dann nicht mehr ganz so, aber wir werden eigene Scheiden anbieten. Ich würde sagen, im Survival-Mode für Stadt oder für den Busch, also für den Wald benutzen, ganz wie du willst.
Ah, das hätte ich ganz vergessen, wenn du wissen willst, wie die Wicklung ausschaut und wie das funktioniert, dann gebe ich dir natürlich billige Eigenwerbung den Link in meinen Shop und dort kannst du dann reingehen und dir das Ganze anschauen und einfach einmal so ein bisschen gustieren und dir das anschauen. Eine Sache vielleicht noch, natürlich ist es auch dadurch möglich, hier noch einmal Gegenstände mit reinzupoppen. Leider, und das muss man auch dazu sagen, also wir haben das jetzt nicht extra gemacht, also die Liner, siehst du, oder auch der Griff, die haben keine Ausbuchtung, so wie das bei manchen anderen Messer der Fall ist, die auch so eine Funktionalität aufweisen, aber trotz alledem, da passt noch einmal etwas rein und ja, also Stabilität für ein klassisches Schnitzmesser und Schneidteufel, also du siehst, da ist alles cool. Natürlich sagt der Entwickler, der Designer ja, und der Verkäufer von seinem eigenen Messer, dass es großartig ist und dass es super ist. Ich kann dir aber nur eines sagen, es ist wirklich so. Wenn dir der Stil gefällt und wenn du sagst, okay, du willst ein vollwertiges Messer, das du vollwertig halten kannst, dass du maximale Grip hast, egal für welchen Einsatz, egal in welchem Bereich, du willst einfach maximalen Grip haben. Ja, du willst ein klassisches, schönes Design haben, du willst einen richtig schönen Schneidteufel, der vielseitig ist, den du mit unterschiedlichen Zubehörteilen, sei es eine Lampe, sei es ein Feuerzeug, ein Feuerstahl, ein Schleifstein, was auch immer, ja, die Lampe leuchtet noch, verwenden willst, ja, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Entweder beim Bush Backup mit der Standard Spear Point Klinge oder dem Billhawk, Hawkbill, wie auch immer, Falken Klinge. Ich finde, dass die großartig sind und jetzt bist du dran. Schau in meinen Shop vorbei, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann sehr, sehr gerne, mag ich mich jetzt schon bei dir bedanken, eines dieser Messer zu erwerben. Auch das dazugehörige Zubehör, ganz wie du willst, ganz konfigurierst dir so, wie du magst. Und ich mag mich wieder mal bei allen bedanken, die hier mitgearbeitet haben, um dieses meiner Meinung nach großartige Produkt hier jetzt zu dir nach Hause zu bringen. Danke für alle, die dabei waren. Danke auch an dich und für alle, die einerseits meinen Kanal durch das Kommentieren, das Weiterleiten, das Abonnieren unterstützen und alle unsere Kunden. Danke. Ich sage euch was, ich habe euch alle lieb. Dein Reini Rossmann und ciao.